Ich glaube, dass wir jetzt die große Chance haben, die Welt ein bisschen zu verändern. Insbesondere bei der Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des Alters. Menschen werden immer älter. Das heißt, die Anzahl von Patienten mit Herzinsuffizienz wird wachsen. Künstliche Intelligenz wird uns dahin führen, dass wir besser therapieren können. Wir generieren bei Patienten mit Herzschwäche sehr, sehr viele Daten. Es sind die Daten der Implantate, die wir erheben. Es sind unsere eigenen Befundergebnisse, Echokardiografien, Laborwerte. Microsoft Azure mit einer künstlichen Intelligenz hinterlegt, kann uns dabei helfen, die Vielzahl der Befunde und auch die Vielzahl der Daten, die wir für diesen Patienten haben, besser zu sortieren, einzuordnen und Rückschlüsse und Konsequenzen zu ziehen. Mein Name ist Jens Placke, ich bin Kardiologe seit 2001. Ich betreibe eine Praxis für Kardiologie und ein Zentrum für Telemedizin. Entscheidend ist, dass wir mit diesem System eine Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten erreichen und eine optimierte Therapie, die letztlich dazu führen wird, dass wir einen Überlebensvorteil auch für den Patienten generieren. Für den Arzt ergibt sich der große Vorteil, dass er ein Tool in der Hand hat, mit dem er diese Therapie optimieren kann. Er kann Entwicklungen sehen und er kann auf diesen Patienten die Therapie abstimmen. Um in der Praxis von Dr. Placke dieses Pilotprojekt zu starten, holt man sich am besten starke Partner. Abbott, Vitabook und Microsoft sind dazugekommen und wir konnten unsere Ideen dort diskutieren und zu einer Umsetzung bringen. Und ich glaube, das ist schon relativ einmalig in Deutschland. Bei einem konkreten Projekt hier innerhalb der Kardiologie werden Daten in einem Therapiekonfigurator als Schnittstelle zwischen Arzt und Patient zur Verfügung gestellt, wobei hier Daten des Patienten eingehen und der Arzt Therapieempfehlungen zurückgibt. Unserem globalen CEO Satya Nadella ist es eine Herzensangelegenheit, im Gesundheitswesen Microsoft zu positionieren, um hier Gutes zu leisten. Deshalb sind wir hier mit diesem Projekt besonders stolz und bieten mit der Microsoft Azure Cloud eine sichere Cloud-Umgebung und mit unseren Algorithmen der künstlichen Intelligenz Erfahrungen und Tools an, um hier Patienten und Ärzten zu helfen. Künstliche Intelligenz wird das Gesundheitssystem transformieren. Das führt zu einer Optimierung, die gigantisch ist in meinen Augen.